herzlich willkommen für alle, die unsere kreative Ausarbeitung gesehen haben, wo die Idee kam, hier mit Kette und sowas, wo wir gesagt haben, pass auf, wir wirft mal ein Abenteuer. Daraufhin habe ich mich dann gestern hingesetzt und habe einfach ein bisschen ein paar Kleinigkeiten geworfen, ein paar alte Maps genommen. Dan hat soeben in Episode 0 seinen Charakter gebaut, kann man sich auch anschauen. Ne, für siebte See, zweite Edition. Probieren wir mal aus. Ich habe es bis jetzt einmal gemacht. Ich bin den Regeln nicht so konform, aber Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Aber wir legen jetzt gleich mal los. Wir sind in Motogne. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Egal. Jeder, der frankophil ist, wird leider heute Abend so ein bisschen akustisch beleidigt. Das tut mir sehr leid, aber Dan und ich können das halt nicht gut. Wir haben da andere Qualifikationen, als obskure Sprachen zu sprechen. Nun gut, fangen wir an und gehen wir mal an folgende Situation rein. Wir stellen uns diese Stadt Charousse vor. Charousse, so ein bisschen wie im 16. Jahrhundert Frankreich, Paris, halt die Hauptstadt mit einem Palast, ne, wie auch damals der Louvre es war. Und es gibt Musketiere, es gibt Leute, es gibt Händler an den Straßen, es gibt Bürger, es gibt quasi alles, das, was man sich so aus einem guten alten Musketierfilm vorstellen kann. Ne? Mit Plätzen, Unterhandel, alles Mögliche, kleine Gassen, größere Plätze, ja, das wäre quasi Charousse. Und wir blicken jetzt erstmal ganz genau auf so eine kleine Fechtschule. Das ist eine von diesen Fechtschulen, die da überall rumlaufen. Na, wir haben einen etwas breiteren, dickeren Mann mit so einem Backenbart mehr oder weniger und hier noch so einen längeren Spitzbart dran. Ne? So ein Schnäuz, der rüber geht, aber nicht mit dem Backenbart verbunden ist. Hier oben schon fast eine Plate hat. Bisschen kräftiger gebaut, der sehr hektisch rumläuft mit einem Typen, Adjutanten, und zwar in so einer Art Gewölbekeller. Richtig so ein uralter Keller, so ein Gewölbe, da ist diese Fechtschule drin. Verschiedene Leute stehen dort, üben ihre Schläge. Ne? Wie Dan schon vielleicht in der Episode 0 erzählt hat, Leute von der Straße, die das Fechten lernen möchten, die vielleicht in die Armee eintreten wollen, die all das lernen. Es gibt aber auch mal immer mal welche Leute, die ein bisschen adliger sind. Die stehen meistens oben auf so einem Podest und können von unten schauen. Wenn die Favoriten sehen, wird da auch öfter mal so ein paar Münzen oder ein Säckchen runtergeschmissen. Das weiß jeder, der in dieser Fechtschule ist. Und es gibt auch Leute, die sich gerade in solchen verschwitzten, muss ich diesen, auch diesen Gestank vorstellen, diese in diesen Fechtschulen so ein bisschen so ausbilden lässt. Oder halt auch seine Kunst, die gute Kunst zum Besten gibt. Ja? Und wir haben da einen jungen Mann, der dort steht. Und der hat, wie gesagt, so einen kleineren Adjutanten zurück, so einen Jungen, der vielleicht 15 ist. Und mit dem gehen wir rüber und er ruft, Remy, Remy, ruft dieser Gustav, komm schnell zu mir. Ja, Remy. Nicht da, jetzt komm. Ja. Aber, ey, aber, ey. Ja. Was ist denn los? Was willst du von mir? Du musst einen Waffengang gegen eine ältere Gräfin machen, die Comtesse. Die Comtesse du Verroux. Gegen eine Frau? Ja, oui. Sie hat gesagt, sie möchte es lernen. Bitte sei vorsichtig. Verletz sie auf keinen Fall. Ihr Kleid darf nichts abbekommen. Verliere lieber. Nur ein einfacher Waffengang. Sie kämpft doch nicht wirklich im Kleid. Natürlich kämpft sie im Kleid. Sie kommt dort vorne und du siehst von oben, siehst du so eine ältere Dame rüberkommen in so einem goldgrünen Kleid. Ich habe da auch ein kleines Handout, was jetzt ein bisschen zum Lachen anregen wird. Wenn es bei dir gut lädt, bei mir lädt es nicht. Ja, mal gucken. Ist noch nicht da. Blenden wir gleich ein, wenn es da ist. Sie hat so einen Hofstatt, sie hat so ein junges Mädel an der Seite, vielleicht um die 15, in so einem ganz weißen Kleid. Ja, und sie kommt an, Monsieur, wen habe ich vor mir? Also, mich. Sie meint mich. Mhm. Ich ziehe meinen Federhut und verbeuge mich. Mein Name ist Remy Degas. Ich bin der zweite Fechttrainer hier in dieser Akademie der Straße. Ich soll heute mit Ihnen eine Fechteinlage absolvieren. Da wir alles Montoner Charaktere spielen, brauchen wir keinen dummen Montoner Akzent. Was für ein Akzent? Wir brauchen keinen Akzent. Ich spreche keinen Akzent. Gut. Ja. Sie sagt, ich würde gerne einen Stoß von euch lernen. Welche? Wenn ihr bereit seid.
Welchen Stoß wollt ihr lernen? Die Eröffnung, wie ihr einen Eröffnungsstoß macht. Ja, das können wir versuchen. Ganz kurz nochmal, haben Sie schon irgendwelche Grundkenntnisse im Fechten? No. Gut, dann möchte ich Ihnen kurz die grundlegenden Begriffe erklären. Die Bindung ist, wenn die Degen in Kontakt zueinander stehen, während die Gefecht. Ganz wichtig, kein Corps à Corps, das bedeutet kein Auflaufen auf unsere Körper zueinander. Das heißt, nur die Degen fechten, nicht die Körper, sonst ist es eine Straßenschlägerei. Das kann ich Ihnen auch zeigen, aber dann geht es rund. Ansonsten, würde ich sagen, eine Batuta. Nein, eine Batuta ist noch wichtig. Das ist das Parieren eines Streiches. Und ansonsten dürfen Sie sich keine Blöße geben, sonst werde ich das bestrafen. Sie stellt sich wirklich hin. Ihr habt ja solche abgeklemmten Degen, wo man eigentlich mit verletzen kann. Ne? Stellt sich hin und steht uns sehr unbehalten und hat einfach nur dieses Ding in der Hand. Ja. Während du ein Engord hörst. Ja. Vom Gustav. Ja. Ich stelle mich in Kampfposition, halte ihr den Degen entgegen, verneige mich und dann erwarte ich ihren Angriff. Sie steht dort und hat diesen Degen einfach nur so vor sich stehen. Ja, also halten Sie den Degen so wie ich. Sehen Sie das? Der Degen liegt leicht in die Hand, aber fest genug, dass er nicht entwunden werden kann. Sie hält diesen Degen, ja. Und dann geht sie nach vorne und fuchtelt so. Und versucht dich zu treffen. Genau. Ich mache eine Batuta, also um den Degenstoß abzuwehren. Der hat eine Bindung, ich mache eine Drehung und umgehe mit einer Coupé den gegnerischen Stoß. Mach so eine Drehung und einen Klaps auf ihre Arsch. Oh, 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 oh. Du siehst den Gustav hinten so. Oh Gott! Drumherum stören auf. Sie haben sich eine Blöße gegeben. Nochmal. Schaut dich an. Arre? Oh, ich denke, das ist nichts für mich. Man macht sie so. Und dann kommt ein Typ vorbei. Der gibt dir so ein kleines Beutelchen. Sie guckt, nein, ich denke, 3 Pistolen sollten ausreichend sein. Und gibt dir so 3 Münzen. Was es auch immer ihnen wert ist. Und dann meint sie, vielen herzlichen Dank, Monsieur. Und dann geht sie wieder mit ihren Leuten dort von und verlässt auch das Gebäude. Oben fällt ihr eine Dame auf, die wirklich Kleidung, also Damenkleidung trägt, aber so ein langes Cape gibt. Und die gibt diesem kleinen Jungen, ja, das ist ein Vodacci, den ihr aufgenommen habt, den Giuseppe. Und übergibt ihm einen Brief. Das nehme ich wahr. Ist quasi jetzt nur so ein gefalteter Brief, nicht in einem Umschlag drin. Der wird dir gereicht und der Brief riecht eindeutig, hat der so ein ganz leichtes, so einen Rosenduft, ganz leichten. War diese Frau auch in dem Gefolge von... Nein, die war nicht in dem Gefolge, die stand oben. Ja? Also die hat jetzt nicht... Du siehst aber, dass die beiden Frauen sich grüßen. Ja, soll ich jetzt... ich gehe mal dahin, sage sie, Giuseppe. Ja, kannst du dir das vorstellen, komm Gustav, kannst du dir das vorstellen? Du kannst doch nicht der Comtesse de Valroux einen Schlag auf ihren Allerwertesten geben. Das wird sich noch auswerten. Wir werden hier wahrscheinlich zugemacht. Weißt du, was das bedeuten würde? Es gibt einen Riesenhass. Wie heißt der nochmal? Gustav. Gustav. Du bist immer so ängstlich. Das verstehe ich gar nicht. Du bist auf der Straße ein großer Kämpfer. Ich bin zugemacht. Wir sind alle weg. Wir müssen alle wieder auf der Straße. Wegen dir. Das glaube ich nicht. Doch, das wird passieren. Nein. Doch. Du unterschätzt diese Dame. Sie hatte Kampfgeist. Sie hatte keinen Stil, aber sie hatte Kampfgeist. Wenn sie sich beschwert, oh Gott, und noch bei Berührung persönlich.
Das kann nicht sein. Oder bei einem Herzog. Wir sind aufgeschmissen. Unsere Schule ist zu. Ach, Gustav, was brauchst du denn für Schule? Was brauchst du denn? Du brauchst eine Degen und ein paar Schüler. Mehr brauchst Nein, du nicht. Ich brauche einen Platz. Ich brauche einen Namen. Ich brauche Leute, die vorbeikommen. Und zwar Adlige, denen man etwas zeigt und die man nicht beleidigt. Es tut mir leid, Gustav. Dann hättest du es selber machen sollen. Oh, Degard, wenn ich eines Tages die Möglichkeit habe, dich zu nehmen und... Was können wir jetzt machen? Wir können versuchen, einen Entschuldigungsbrief zu schreiben. Wir müssen einen Schreiber oder so etwas finden. Oh, ich werde mich darum kümmern. Und dann rennt er so mit Händen wehend weg. Und die anderen, und auch die anderen, die dort Schwertkampf machen und lernen, die hören auch auf. Es ist eine sehr, sehr prägnante Stimmung, die du gerade geschaffen hast. Ja, natürlich. Ganz kurz mal eben, für alle Leute, die nicht wissen, wie ich aussehe. Hier oben, dieser Charakter, der auf dem Cover von dem Buch ist, das ist Remy. Remy Degarde. Remy Degarde. Zuckerloch. Du hast diesen Brief, der leicht nach Rosenduft riecht. Also ich habe ihn schon bekommen. Mhm. Ja, dann werde ich... Er ist jetzt nicht im Kuvert, der ist einfach nur gefaltet. Ja, ja, ne? ich gehe ein bisschen abseits in eine Nische und lese mir diesen Brief durch. Du hörst dann, sie hat ihn soeben dort hinten geschrieben. Da ist kein richtiger Pult, da ist ein Fensterbrett oder sowas. Ja. Aber der Brief hat eine sehr, sehr feine Schrift, trotz allem. Man merkt, dass er improvisiert, sehr schnell geschrieben worden ist. Hastig. Und darauf steht, Monsieur, einen Mann wie Sie könnte ich gebrauchen, mir aus tiefster Not zu helfen. Ich würde euch gerne heute Abend in der Rue de Valcour in einer Taverne direkt am Ende der Straße treffen. Unterschrift? Unterschrift ist nur, da ist ein gezeichneter Delfin. Oh. Ich weiß nicht, ich konnte das Gesicht von der Dame nicht sehen, auch nicht, wie alt sie ist oder so. Mhm. Oder doch? Nein. Ich konnte nicht sehen. Sie hat die Fechtschule auch verlassen. Es lädt. Ich habe jetzt ein Bild von die Comtesse. Comtesse du Valrou. Ich weiß nicht, ob wir die Rechte dran haben. Ich werde es trotzdem mal zeigen. Die Rechte gebe ich jetzt damit frei. Ja. Es ist leider nicht dieses. Ich kann es nicht vergrößern jetzt, aber man sieht es. Das ist die Comtesse. Ach, hätte ich das gewusst, mon ami. Ich bin verliebt. Ja, nur um das zu erklären, der Chris ist ein begnadeter Laper und Schauspieler und er macht es wirklich, dass er eine Frau spielt und zwar so, dass es viele Leute gar nicht merken, dass es ein Mann ist. Ohne irgendwelche anderen Hintergründe an der Stelle. Ja. Okay. Vielleicht, wenn es gleich nochmal richtig geladen ist, zeige ich es nochmal in groß. Okay, ja, die Comtesse ist abgerauscht und die andere Dame, die mysteriöse Fremde, hat mir eine Zettel hinterlassen. Heute Abend in der Rue de la Rue, oder wie? Rue de Valcour. Ja, in der Rue de Valcour. Ist das eine, ich habe es wieder vergessen, ist das eine Taverne oder ein öffentlicher Platz? Es ist eine Straße und am Ende der Straße ist wohl eine kleine Taverne, ja, die ihr euch treffen wollt. Ja, das ist ja fantastisch. Auf jeden Fall. Würde ich da hingehen, würde mich frisch herausputzen, den Bart nochmal stutzen lassen. Du hast ja auch 3 Pistolen bekommen, damit kann man sich schon mal ein ganzes gutes Mahl leisten. Ne? Ich weiß also was ihr gegeben hat, also für die 3 Pistolen kriegst du schon fettes Essen und so. Eine gute Haxe. Krug Wein. Na, ich gehe. Nein, das ist. Ja, das auch. Nur so, ne? Aber ich gehe natürlich nochmal bei meinem Hausparfümeur vorbei und lasse mir dort ein Duftwässerchen geben. Oh ja, damit bist du von den 3 Pistolen wieder los. Das ist. Ein bisschen einsprühen. Das ist aus die orientalische Bereich von Thea. Ja? Dann legst du drauf.
hier von die Haus Shaquille, nee, wie Du meinst das Parfüm von Azar? Ja, Nazar, genau. Das ist Oh, das ist ein teures Parfüm. Schwa das schwarze Kamel. Al-Azar! Ist das denn so schwer zu merken? Ich verkaufe auf allen Ebenen. Al-Rasam. Al-Azar. Aber egal, Al-Azam. da kommen wir ein andermal zu. Ich nehme auf jeden Fall die Parfüm vom Al-Azam und ich hoffe, dass mir das natürlich einen großen Vorteil geben wird. Hä? Ja, genau. Ich kann das, Details, ich kann das nicht aussprechen. Ja. Das kommt fern aus die Wüste. Hm? Ja, und dann gehe ich Ja. dahin. Der Tag nähert sich noch ein bisschen Abend zu. Du schleichst dich durch die Gassen von Charousse. Es gibt ein paar Stände, die aufgebaut worden sind, wo Leute was verkaufen dürfen, obwohl Markt nicht ist. Du gehst durch die verschiedensten tiefen Gassen, was verwinkelt, dunkelt, in die Rue de Valcour. Und am Ende siehst du dann so ein kleines, kleines Wirtshaus. Ja? Und wenn du dort hineinkommst, in so ein kleines Räumchen. Eine Menge Leute. Ja, es ist relativ voll. Ja. Es wird auch noch voller am Abend. Mittendrin hier ist ein Kronleuchter. Ja. Der ist hier vorne natürlich an so einem Haken, also einem Seil festgemacht, beim Seil. Hängt in der Mitte des Raumes. Den Kronleuchter lege ich aber jetzt hier erstmal zur Seite, damit man so ein bisschen mehr Platz hat. Ich Und werde mal mich schauen. daran erinnern. Ja. Der Kronleuchter ist also oben drin. Direkt in der Mitte zwischen diesen beiden Tischen. Als du reinkommst, steht ein sehr gut aussehender junger Mann dort, in guter Kleidung, der dich direkt hier vorne abschätzt, empfängt. Du siehst hier hinten irgendwie wieder die Dame sitzen, die halt, Wo sehe ich die Sitze? ja, hier in der Ecke, An wenn dem du Tisch, an dem rüberkommst, Tisch, wo der junge Mann an dabei dem ist. Tisch, wo ich jetzt nichts dran habe, da Ja. habe ich leider keine Token für. Nicht schlimm. Da sitzt die Dame. Und dieser jüngere Herr kommt an, geht nach unten. Monsieur, kommt er an. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Pierre-Luc de Carbon oder du Carbon und zeigt dir auch ein Bild, was wahrscheinlich auch wieder ewig. Nee, scheint diesmal schneller zu gehen. Das Laden dauert wahrscheinlich nur. Das dauert. Ich werde es euch einblenden, wenn es soweit ist. Mr. Garbon, ich bin Remy Dugard, zweiter Fechtlehrer an die Schule de Repost hier in. Wie heißt Cantranor? Nein. Wie heißt die Stadt? Carus, Carus, Charus. Carus, Carus. Ja. Die Dame legt jetzt auch ihren Umhang ab und du kannst eine sehr hübsche junge Dame Ich sehen. möchte den erstmal den Pierre de Luc abschätzen. Sieht der trainiert aus? Oder sieht er eher aus so ein Lauch? Ja, der sieht nicht so aus, als würde er sich täglich mit Kampf oder sowas beschäftigen. Und dann habe ich eine Mademoiselle Delphine de Simon. Genau, Mademoiselle Simon ist die Dame, die jetzt ihr großen Cape ablegt. Simore. Genau, Simon. Simore. Mademoiselle Delphine de Simon. Und der andere ist halt Monsieur Pierre-Luc de Carbon. Und er weist dir den Platz, und zwar diesen einzelnen stehenden Stuhl dort vorne hin. Ja, ich verneige mich kurz und setze mich an den Tisch und frage, was hat diese Heimlichkeit zu bedeuten? Was möchtet ihr denn von mir? Wenn Sie ein Monsieur. Sie gelten als ein sehr guter Fechter und Sie gelten als jemand, der vielleicht auch für ein paar Sol, das ist die größere Währung, vielleicht einen Auftrag annehmen würde für uns. Wir sind in großer Bedrängnis. Versteht ihr, Monsieur? Ich möchte an dieser Stelle gleich korrigierend eingreifen. Ich bin nicht ein guter Fechter, ich bin der Beste in ganz Charus. Was dir auffällt, die ihren euch, also siezen dich, ne? Ihren dich. Ja, das ist komisch. Die Bilder sind leider noch nicht aufgebaut. Ich habe schon mal aktualisiert. Also ihr werdet sie gleich sehen, wenn ich es kann. Ja. Er sieht wie eine blässliche Jüngling aus. Ja.
ein bisschen, kann ich schon zeigen, eine blässliche Jüngling. Sie weiß ich noch nicht, was mich da erwartet. Also, Sie sprechen hier von einer sehr enormen Summe. Da möchte ich natürlich wissen, warum dies so unter mysteriösen Umständen vonstatten geht. Monsieur, ihr kennt euch in den Straßen von Charros vielleicht besser aus als wir. Und mir ist etwas abhanden gekommen. Und zwar ein Collier. Was mein Vater und meine verstorbene Mutter, besonders sie, zur Prämisse gemacht hat, damit ich heiraten kann. Ich sollte dies bei meiner Hochzeit tragen. Und sie geht rüber und jetzt fassen die beiden sich an die Hände. Das ist eigentlich bei so höheren Leuten gar nicht so. Und als ich Pierre Luc getroffen hatte, wusste ich, dass er der Richtige ist. Und wir haben uns sofort ineinander verliebt. Nun ist mir aber dieses Collier abhanden gekommen. Wie alt schätze ich Pierre Luc? Boah, den Typen wirst du vielleicht so auf 19 schätzen und sie auf 19, 20 vielleicht. Ja, ich bin auf jeden Fall schon um die 30. Mhm. Also ich bin eine erfahrene Recke. Mhm. Dieses Collier, wie ist es abhanden gekommen? Die Sache war, wir sind in Charros, leben hier in einem kleinen Stadthaus. Und ich gehe davon aus, dass jemand der Dienerschaft das gestohlen hat. Oder vielleicht auch jemand anders. Wissen Sie, ich habe einen, sagen wir haben einen Feind. Den Comtesse Jules de Saramont. Dieser Mann versucht mich ebenfalls zu ehelichen. Der Comtesse. Ja, Comtesse. Der Comte Jules de Saramont, er versucht mich ebenfalls zu ehelichen. Aber da er mit dem Collier noch nicht aufgetaucht ist, kann es auch sein, dass es ganz profane Diebe waren, die vielleicht es geschafft haben, es beim Transport aus der Küche zu stehlen. Es gab sehr viele Leute, die auf einmal angepackt haben. Wir denken, es vielleicht sogar in den Gassen von Charros verschwunden ist. Ja, aber es ist doch irgendwie seltsam, dass es jetzt, wo die Hochzeit stattfinden soll. Ist sie bekannt gegeben im Übrigen? Ist sie öffentlich, also offiziell? Oh. Wir haben es offiziell gemacht. Mein Vater sagte aber, dass es ihm egal ist, die Hauptsache, der Wunsch meiner Mutter wird erfüllt. Und der ist mit die Amulett? Denjenigen, der es im Amulett gibt, ist derjenige, der mich ehelichen wird. Hä? Aber das ist der Wunsch meiner Mutter gewesen. Es ist doch in eure Besitz gewesen. Es war in meinem Besitz und ich sollte es meinem Bräutigam übergeben. Ah, so. Damit er es nimmt und mir bei der Hochzeit anlegt. Ah, ich verstehe. Wir sollten nicht darüber denken, wenn der Comte Jules de Saramont es besitzt, hat er die Möglichkeit, mich damit zu binden. Ja, der Comte ist ein mächtiger Mann. Oh, oui. Und deswegen haben wir auch die Summe von 25 Sol für Sie ausgedacht. Machen wir 30 draus. Und dann werde ich diesen Auftrag in die kürzeste Zeit erfüllen. Mhm. Falls Monsieur hungrig ist, das bist du wahrscheinlich, weil du pleite bist. Ja, ich bin eingeladen. Sie haben richtig guten Wein. Ja? Der wird auch in Flaschen gereicht. Es werden Flaschen hingestellt, keine Krüge. Die meisten hier trinken aus Krügen den Hauswein. Es werden Flaschen hingestellt. Es gibt keine Tonkrüge für dich. Es gibt für dich richtiges Glas. Und eine Gänsekeule vielleicht, Monsieur, zum Essen. Oh oui. Ja, ich vermute mal, dass das Essen schon die ganze Zeit auf dem Tisch stand oder so. Mhm. Während wir gesprochen haben, bin ich ja schon am Schaufeln. Oder wenigstens Brotkorb. Ja. Und Brot kommt, ne? Also du kriegst frisches Brot dazu. Du merkst, dass Brot an anderen Tischen vielleicht nicht das frischste ist, ne? Es gibt da auch Unterschiede. Das Essen, was hier gereicht wird, ist schon echt gut. Echt gut. Mhm. Ja, ich lasse mich da auch nicht, also ich habe jetzt auch nicht so die großen Tischmanieren, ne? Also. Das ist vollkommen normal. Da läuft da alles so runter und so. Ja.
Ja, also ich glaube, da werden wir uns anders einig. Also das heißt, Sie haben Ihre Belegschaft befragen, ohne zu... Ich werde Ihre Belegschaft befragen, ohne dass Sie wissen, dass ich Ihnen Auftrag... dass meine Belegschaft dahinter steckt. Habe Sie doch eben gesagt. Ich dachte doch auch, dass man bei dem Ausräumen sehr viele Leute geholfen haben. Und ich denke, dass es da verschwunden ist. Irgendwo in den Gassen von Charus. Also die, Sie meinen Umzugshelfer oder... Oui. Welche? Leute, die sich immer dazwischen gemogelt hatten. Es war sehr stressig. Dann sagt er, ja, das war so furchtbar. Andauernd kamen neue Leute. Wir dachten, sie waren hilfvoll und so. Und ganz im Ernst, mir haben sie sogar auch etwas entwendet. Da bin ich mir ganz sicher. Ich hatte einen Ring am Finger, der verschwunden ist, während die Leute kamen und ich einen von ihm die Hand schüttelte und fragte, was er denn haben wollte. Er sagte auch ganz wenig. Und dann verschwand einer meiner Ringe. Das war zum Glück kein kostbares Erbstück, aber seitdem ist er weg. Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist die Lage von die Haus? Ist das in die Stadt oder an die Rand? Oder? Das ist in der besseren Wohngegend. Aber innerhalb der Stadt? Mhm. Und eure Diener haben angefangen, Kisten auf Wagen zu laden? Es kamen ganz viele Leute von der Straße. Sie fingen an zu helfen. Wir haben ihnen noch Geld gegeben. Und wie gesagt, sagt er so, ich hatte meine Hand gereicht einem und hatte ihm etwas Geld zugeschoben und auf einmal war mein Ring weg nach diesem. Also das heißt, es war eine. Wer hatte denn diesen Umzug organisiert? Hattet ihr nicht irgendwie einen? Eigentlich mit den Dienern, aber sie waren ein wenig überfordert und es kamen ganz viele Leute. Ich verstehe. Also gab es jetzt nicht irgendwie einen Haushofmeister, der diese ganze Aktion da überwacht hat? Wir reisen recht simpel, Monsieur. Ja, offensichtlich. Na gut, ich werde mich umhören auf die Straße. Wie sah der Ring aus? Ach, der Ring? Der zeigt sowas, da war quasi so ein Aquamarin drin. Und der war in Silber gefasst. Er meint, er war nicht so kostbar. Nein, ist das nicht... Das ist etwas, was ihr suchen solltet, Monsieur. Nein, wissen Sie warum? Den Ring, der wird wahrscheinlich schnell versetzt, weil er nicht so kostbar und so wichtig ist. Der ist einfacher zu finden. Und wenn ich den Ring finde, finde ich auch das Collier. Er hatte so eine kleine Symbolik einer Lilie. Also dieser Stein war so ein bisschen lilienförmig. Ja, nee, Stein nicht, sondern so eine silberne Form, ne, mit einer Linie drauf, mit so kleinen blauen Steinen drin. So sieht der aus, fertig. Ja, ich glaube auch, weil er nicht so wertvoll ist, werden die Hehler und die Straßenhändler auch nicht sehr geheimniskrämerisch sein. In der Innenseite des Rinnes sind die Initialen PL drin. Sehr gut. Und jetzt bräuchte ich noch mal eine relativ akkurate Beschreibung von die Amulett. Das Amulett selber ist eine größere, längere Kette. Ja. Aus Gold? Mittendrin ist quasi ein Kreuz, ein sehr verziertes Kreuz, was fast viereckig ist. Innerhalb des Kreuzes ist ein dicker, roter Rubin. Dann wiederum hängt das Ganze an einem Teil mit einer kleinen Fassung und einem größeren Medaillon. Drumherum ist die Kette. Und die Kette geht weiter und es gibt immer wieder kleinere Rubine. Und an der Seite der Kette hängt ein kleiner Anhänger, der ebenfalls aus Gold ist. Und was ist da drin? Ein Bild in die Anhänger von die Mutter, von die Frau Mutter? Ja. Also man kann es aufklappen, den größeren Anhänger, und da ist ein Bild von der Mutter drin. Mhm, ja. Ein wahrlich euch angemessenes Schmuckstück, meine Dame. Aber ich glaube, dass es eure Schönheit nicht übertreffen vermag. Aber ich glaube, dass dieses Amulett wertvoller ist als der Materialwert, wenn es um euer Hausvermögen geht. Der Materialwert ist nicht so wichtig, wie dass ich es benutzen kann, damit Pierre-Luc mich ehelicht. Tja. Dann werden wir sehen, was wir tun können. Ich esse jetzt erstmal fertig und wie kann ich euch kontaktieren? Oh, sie gibt dir nochmal die Adresse, wo sie wohnt. Und da kannst du jederzeit zum Haus hinkommen. Ja.
Falls ich einen Boten schicke, werde ich ihm ein Codewort nennen, das ich nur euch sagen werde. Ich bürge mich vor und sage Dornenstrauch. Gut, Dornenstrauch. Wenn ein Bote kommt ohne dieses Codewort, dann lasst ihn sofort verhaften. Mhm, natürlich. Um mich einfach mal so ein bisschen wichtiger zu machen, als ich bin. Ja, gut, dann würde ich an der Stelle dann essen und dann gucken wir mal. Die netten Wirtsleute bringen dir auch gerne noch etwas zu essen. Während die beiden das verlassen, sie zieht sich wieder dieses Cape über. Ne? Er leitet sich nach draußen. Du siehst draußen so eine Art Kutsche vorfahren, wo sie einsteigen. Und dann hörst du, wie sie weggehen. Aber ich hoffe, die haben vorher bezahlt. Ja, sie haben bezahlt. Und der Wirt kommt an. Oh, die Herrschaften haben gesagt, wenn der Herr noch etwas möchte, etwas vom Wein. Alles ist gedeckelt. Nein, danke. Ich brauche eine klare Kopf. Mhm. Ah, Spaß! Her damit! Ja, und dann Wein, Vibe und Gesang. Ich nutze das natürlich voll aus, lade natürlich auch Leute ein an die Tisch. Ja. Wenn hier Leute singen, ja. Lass ich schreib mal eine Trinkgeld für die Barden oder für die Sänger auf die Rechnung. Ich halte die ganze Kneipe frei. Ja, ich weiß nicht, ob das gedeckelt ist, aber es sollte was gedeckelt sein. Das weiß ich auch nicht. Ich mach's einfach. Ja. Falls ihr euch fragt, warum ich es tue, schaut euch die Folge 0 an, dann wisst ihr es. Kurz Zeit später setzt sich dann auch so ein Typ, der direkt gegenüber. Ja, er setzt sich hin und er hat feine Klamotten an. Einen guten Wein, den ihr da trinkt, Monsieur. Oh. Wer kann, der kann. Darf ich euch einladen an meinen Tisch? Kann ich mir etwas von dem Brot in Oliven nehmen? Ja, das ist. Prego. Wie unser Vodace Pepe. Wie heißt der? Unser Junge. Giuseppe, über zu sagen, pflegt. Du stehst dort, hier prackelt so ein schönes Kaminfeuer. Das ist so Frühfrühling. Der Betrieb wird etwas reger hier drin. Du siehst mehrere Leute hineinkommen. Hier aus dem zum Tisch gehen ein paar Leute weg. Ach, hier bin ich, ja. Ja, hier stehen ein paar Leute. Dann sagt er so, Monsieur? Oui. Ich weiß nicht, für welche Summe Sie arbeiten. Aber darf ich mich Ihnen vorstellen? Guckt Sie rüber. Natürlich. Sie scheinen ja heute einen vernünftigen Auftrag bekommen zu haben. Ich spreche nicht mehr über Geschäfte. Meine Bürozeiten sind zu Ende. Wie ist denn Ihr Name, der Herr? Raphael Mathieu de Lescure. Stellt sich so hin und stellt sich auf. Remy Degarde. Monsieur Degarde. Schön, Sie kennenzulernen. Vielleicht haben wir ähnliche Interessen. Vielleicht. Monsieur Degarde? Oui. Ich weiß nicht, was man Ihnen geboten hat. Aber vielleicht gibt es jemanden, der mehr bietet. Vielleicht. Es könnte sein, dass es das gibt. Kennen Sie vielleicht den Comte du Saramont? C'est bon. Natürlich. Wissen Sie, ich habe gesehen, wer dieses Etablissement verlassen hat. Sitzt er dort. Mhm. Erst einmal möchte ich gerne wissen, in welcher Verbindung Sie zu diesem Comte stehen. Monsieur. Sagen wir, ich arbeite für ihn. Du musst auch ein Gesicht freigeschaltet haben. Ja, ich hab's eingeblendet. Hm? Ah ja. Sie sind sein Privatsekretär, sein Leibwächter, sein. Der steht auf,
stellst du ein Bein wirklich ganz dreist auf den Schemel, wo die anderen beiden Typen sitzen, also auf diese Bank, stellt sich hin und du siehst ganz klar an der Seite, dass der einen Degen trägt. Mhm. Einen gut verzierten Degen und hat auch gute Kleidung an. So, ich lehne mich zurück, hau so die Stiefel auf den Tisch und sag so, ja, wenn der kommt, der 100 Soll auf den Tisch legt, werde ich darüber nachdenken. Ich weiß nicht, welche Summe Sie bekommen haben, aber nur ein Soll ist eine sehr große Summe. Offensichtlich. Es ist ja offensichtlich auch eine sehr große Sache für euren Komtee. Sagen wir 10 das, was die anderen bezahlt haben. Und sie kommen heute Abend wieder lebend zurück. Wo auch immer, aus welchem Loch sie gekrochen sind. Oh, sie wissen gar nicht, mit wem sie hier reden? Ich bin nicht Aufschneider. Ich bin nicht irgend so eine hergelaufene Knallcharge wie ihre zwei Hobo- und Bobo-Kollegen hier an die Tisch. Ich werde ihnen was sagen. Sie legen jetzt hier auf den Tisch 50 Sol in eine Säckchen, schieben mir rüber. Wenn ich gezählt habe, dass es das ist, sind wir im Geschäft. Die andere Hälfte gibt es bei Lieferung und Sie werden die Etablissement lebend verlassen. Mhm. Er packt zu der Flasche Wein, die näher bei dir steht als bei ihm, nimmt sie sich rüber, nimmt sich ein Glas und füllt sich das schön an mit Wein und nimmt dir quasi die Flasche weg. Kann er machen. Wichtig. Ich beobachte den ganz genau. Wenn oder auch die Schergen. Wenn ein falscher Zug kommt, schmeiße ich dem sofort meinen Steinkrug ins Gesicht. Nein, ich habe ja Glas. Ich habe ja Gläser. Ihr habt Gläser. Ich scanne jetzt schon die Tisch. Ja, Gläser, Teller, den Schemel und so weiter. Und überlege mir jetzt, während ich mit dem spreche, schon, wie ich hier die ausschalten kann schnell. Mhm. es ist Folgendes: Er steht ganz locker auf. Mhm. Oh, er steht auf. Vielleicht wissen Sie, wo man den Comte de Saramon findet. Da findet man meistens auch mich. Fragt nach Les Cure. Ich wünsche Ihnen aber noch einen wundervollen Abend. Grinst er und geht raus. Er hat das Sexy nicht hingelegt? Nein. Und Hobo und Bobo? Was ist mit euch? Die beiden stehen dort, stehen auf und stellen sich dann so hin. Keine Waffen. Fäuste und gucken dich an. In dem Moment, wo die ja, das war ja die Idee, wenn die aufstehen und auf mich zukommen, ist mir vollkommen egal, was die vorhaben, schmeiß ich mich schon auf den ersten drauf. Richtig. Mit Raufen. Dann geht das so, wir machen jetzt quasi keine Initiativen und sowas dabei, sondern du benutzt Raufen, ne? Das ist halt dein, ne? Der Point, den du haben möchtest. Raufen plus in dem Fall Muskeln oder Gewandtheit drauf? Gewandtheit. Sicher? Ah, du schmeißt auf ihn drauf. Gut, ja, nehmen wir Gewandtheit. Ich springe über, wie gesagt, der Schemel, ja, den reiße ich noch ein bisschen mit und dann fange ich an, mit dem Schemel auf die einzuprügeln. Aber ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie ich das jetzt hier mit diesem Charakterbogen eingeben kann. Ja, du musst auf diesen Charakterbogen gehen. Ich weiß nicht, ob hundertprozentig das Ganze ist, aber du gibst da quasi Gewandtheit ein. Ach ja, dahinter. Ja, dahinter ist so ein Ding. Raufen plus Gewandtheit und dann kann ich würfeln. Genau. Und so, meine Würfel sind. Jetzt kurz, um die Regeln zu erklären. Für das erste Mal, dass ich diese Kombination benutze, bekomme ich einen Bonuswürfel. Richtig. Und du beschreibst das Ganze, bitte. Ja, wie gesagt, ich hab ja so die Füße auf dem Tisch. Ja. Ich habe ja eine Glas, das schmeiße ich dem ersten schon entgegen, ja, und spring auf die Tisch
und, ja. Und werf mich auf die drauf, auf die zwei. So ein bisschen so einen Flugkick. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf rauf, plus zwei Würfel, plus drei Würfel, normal. Versuchen wir mal. Ich drücke jetzt einfach mal auf raufen. Ah, genau. Penalty. Plus 2 angeben ins Penalty, richtig. Plus 2? Ja, ich glaube, ja, muss mal gucken. Danach kommt noch eine Anfrage. Was ist denn Penalty? Ist ein Vorteil-Nachteil. Du kriegst aber gleich 2 Bonuswürfel. Ich glaube, du kannst das Fenster Bonus. Ausbringen. Bonus ist 1. Nee, Bonus ist 2. Du hast es ja dargestellt. Du benutzt es zum ersten Mal und du hast es dargestellt. Okay, alles klar. Ja, jetzt ist aber ich habe hier ein Problem. Auch das macht er nicht. So. Jetzt habe ich folgendes. Ich habe 2 Erfolge. 20. Du kannst aber Würfel kaufen, wenn du möchtest. Kaufen wir nur einen. Das macht ja am Ende keinen aus. Du kriegst einen Heldenpunkt dazu, ich kriege einen Gefahrenpunkt dazu. Ja, dann kommen die. Und zwar 1. Müssen wir jetzt zusammenzählen. Das sind 1. 2 Erfolge. Ist eine Steuerung. Ja, warte mal eben. Das sind noch 8 Leute. Der Nebentisch da hinten bewegt sich auch noch auf dich zu. Und die wollen jetzt alle auf die Fresse hauen hier. Mhm. Ja? Die springen alle nach vorne, stehen dort mit ihren Fäusten, mit ihren Krügen und kommen nach vorne gesprungen. Das brauchst du jetzt nicht ziehen da, das brauche ich nicht. Ja. Also du willst mir erzählen, um das auch mal zu... Das sind ein 10er-Schlägertrupp. 8 Leute, die runtergehen. Die anderen Leute der Kneipe gucken ganz seltsam. Das sind alles Leute, die sich irgendwann dazugesetzt haben, dich beobachtet haben vielleicht. Aber die anderen Leute gucken halt alle ganz seltsam. Ne? Sind ein bisschen irritiert. Aber da kommt so ein Schlägertrupp von insgesamt 8 Leuten, die jetzt auf dich drauf gehen, während du auf den ersten schlägst. Du hast 2 Steigerungen. Genau. Die haben jeweils eine. 3 Steigerungen haben die. Aber wieso denn? Du hast doch 15 und 15 insgesamt. Das sind 2 Würfe. Das ist ein Trupp. Ich kann nicht anders würfeln. Ich kann nur in 2. Ach so, du wolltest das als einen Wurf machen. Einen Wurf machen geht nicht. Ich muss leider 2-mal würfeln, weil diese blöde Engel. Dann sind die vor mir dran. Mit 3 Steigerungen. Mit 3 Steigerungen bin ich vor dir dran. Ja, und das war jetzt wahrscheinlich das Bewegen auf mich zu. Nö, das Bewegen auf dich zu kommt automatisch von hinten. Ja. Bewegungen bei Siebte See sind eh so eine Sache. Ja. Du hast hier zum Beispiel hier so 1er, du kannst dich fast überall hinbewegen. Es sei denn, du gehst auf andere Ebenen hoch. Du hast eine 2, eine 3, eine 4 und sowas. Da bist du immer eine Ebene höher. Nur 1 gilt immer als 1er-Ebene. So, die kommen auf dich zu. Und fangen jetzt erstmal kräftig an, von allen Seiten auf dich drauf zu hauen, zu prügeln und zu treten. Das heißt, sie benutzen ihre erste Steigerung, um dir eine Wunde zuzufügen. So, ja, können sie ja machen. Ja? So, die glauben mir so. Damit hätten wir 2 Steigerungen, du hast 2 Steigerungen. Was möchtest du tun? Ja, was ist jetzt also die. Also, eine Wunde klicke ich jetzt hoch. Genau, du hast eine Wunde oben. Okay. So. Habe ich gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe mich ja auf die draufgeworfen. Ich weiß nicht, wie... Auf den einen von denen, richtig. Naja, das wäre eine Aktion. Auf die beiden. Ne? Du hast 2 Steigerungen, jetzt kannst du sagen, wie du die Steigerung nutzen möchtest. Standen ja Hobo und Bobo. Hobo und Bobo. So. Also, ich setze einen Heldepunkt ein mit meinem Vorteil Joy de Vivre. Ja? Ja. Und zwar so... dass ich, nee, Moment, ist es das? Ich habe ja meine Spickzettel, den kann ich euch auch einblenden. Das sind meine Fähigkeiten, die ich jetzt nutzen kann. Habe ich euch mal eingeblendet. Da muss ich jetzt auch selbst mal drauf gucken. Welcher ist das? Genau, das wäre dann unmittelbar vor der Konfrontation, da hätte ich einen Spruch bringen müssen. Aber ich meinte den anderen. Genau. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich drücke eine Heldepunkt weg. Gib einen Heldenpunkt aus, um sofort einen Schlägertrupp auszuschalten, unabhängig von dessen Stärke. Du erleidest sofort eine dramatische Wunde. Ja. Die will ich auch haben. So, habe ich mir eingetragen. Mhm. So, das heißt jetzt, also die Truppe, die da oben kommt... Mhm. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja hier unten die gehabt und dann die da von oben. Die möchte ich ausschalten. Mhm. Und zwar damit. Das ist ein Trupp.
Der ganze Ding ist ein Trupp. Ich muss nur zweimal würfeln, weil ich kann es nicht. Es ist ein Trupp. Ja gut, dann nehme ich nämlich die zwei Hobo und Bobo. Ich bin ja auf die beiden draufgesprungen. Und die vermöbel ich dermaßen finessenreich. Die schaffen es, mich nur leicht zu treffen, dass die anderen zurückweichen. Ja. Ja, ne? Ich nehme, wie gesagt, ich springe ja auf die drauf, dann kriege ich zwischen die Beine, nehme eine Hocker, schlag mit dem Hocker, schmeiße ich dem einen, der da angerannt kommt, ins Gesicht, pariere da mit meinen Armen noch ein paar Schläge weg, also die wische ich so weg und verteile auch ordentlich Backpfeifen, ja, und das große Finale mache ich dann mit der Hähnchenkeule, mit der Ganzkeule, ja, die ich den dann überziehe. Und ja, es geht viel zu Bruch. Es scheppert, es kracht, überall fliegen Sachen durch die Gegend. Leute fallen bewusstlos um, ja. Und es zieht keiner eine Waffe, hoffe ich. Nee, es zieht keiner, tatsächlich keiner eine Waffe. Das heißt, die Leute ziehen sich jetzt langsam zurück. Du hast wieder einen Heldenpunkt weniger. Ja, hab ich. Ja? Du siehst so ein paar Leute, so Krüge und sowas, wieder an ihren Platz stellen und sich einfach hinsetzen. Ja, nachdem die anderen beiden da vollkommen blau geschlagen auf dem Boden liegen. Ich sofort raus. Du rennst raus, ja? Ja, klar. Du bist wieder auf den Straßen von Charus. Wenn die ihren Mut wieder finden, ist das nicht sehr gut. Und wenn sie ihre Waffen finden, auch nicht. Ja, ich mache mich schnell vom Acker und tauche unter in die Straßen. Gut. Was möchtest du als nächstes tun? Wir haben ja spät. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, ihr nochmal eine Runde über die zwielichtigen Gassen zu machen, wo die Hehler sind. Die haben nämlich späte Arbeitszeit. Gut, das Ganze bauen wir auch auf. Du sagst mir, wie du das Ganze angehen möchtest. Womit? Mit deinen Skills. Ja, ich muss gerade mal aufrufen nochmal. Das springt weg. So. Ich kann... Okay, also ich möchte das mit... Stil. Ja. Und Empathie machen. Ja. Ja. Also ich möchte mich quasi... wie so ein Fisch im Wasser unter die Gesocks bewegen. Und mich ein bisschen durchhören. Genau. So ein bisschen durchhören. Ja. Okay. Weil es geht ja, also wie gesagt, das war ja mein Gedanke eben, dass die Ring, der ist nicht so große Wert, dementsprechend wird er auch nicht sehr geheim gehalten, die Information. Ja, das ist ein Vorteil, genau. Das war das mein Gedanke dahinter. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. Dafür kriegst du einen Bonuswürfel. Und dafür, dass du jetzt zum ersten Mal anwendest in der Runde, kriegst du auch einen. Also zwei. Ah, ich soll würfeln. Natürlich musst du würfeln, das ist das System, du wolltest es so. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was Penalty ist, das lasse ich auf 0. Ach, mach den Bonuswürfel drauf. Und Bonuswürfel habe ich 2. So, wollen wir mal schauen. So, ich habe jetzt, ich habe insgesamt 4 Erfolge. Ja. Den ersten Erfolg nutze ich, um erstmal in die, also nicht als Fremdkörper zu dienen hier. Ja. Erstmal zählst du die Erfolge zusammen, 4 Erfolge. Ja, 4 Erfolge, habe ich schon gesagt. Du kriegst einen Heldenpunkt, ich kriege einen Gefahrenpunkt, weil ich kaufe dir einen Würfel ab. Ach so, ja, kannst du machen, gerne. So, wie gesagt, meine erste Steigerung nutze ich damit aus. Dass du nicht wie ein Fremdkörper aus. Genau, quasi schon mal, das ist so, weißt du, wie wenn man so in einer Gruppe auf einmal so dabei steht und auf einmal denken die Leute so, ach, der war ja schon die ganze Zeit da. Weißt du, was ich meine? Dann fällt man auf einmal gar nicht mehr so auf. Auf einmal ist man so da. So, und dann meine zweite Steigerung möchte ich dafür ausgeben, mich so über so ein bisschen so eine Geschichte zu erzählen von wegen Hochzeit und ich bräuchte da vielleicht noch einen silbernen Ring oder irgendwas Schönes. Und meine Freundin mag so gerne Lilien. Das würde ich mal so ein bisschen bei den Leuten streuen. Ja, du kommst tatsächlich etwas weiter, wo so ein paar Straßenjungen erzählen, ja, ein Ring mit Lilien, den haben wir.
Den gibt es. Aber wo gibt's ihn? Du kannst, ne, hast quasi eine Komplikation, wenn du möchtest, kannst du auch einen Punkt ausgeben, um eine Komplikation zu negieren, weil du könntest verfolgt werden. Du meinst die Eins, die ich gewürfelt habe? Nein, Komplikationen. Komplikationen kommen in die Proben rein. Du kannst mit deinen Erfolgen deine eigenen Sachen kaufen, es gibt aber auch Komplikationen. Und wenn man absolut nicht verfolgt werden möchte, müsste man zwei Würfel ausgeben. Achso, du meinst jetzt einfach nur erzählerisch, genau, dass du würdest das jetzt quasi ansprechen. Genau, passiert immer in so Sachen drin. Ja. Ja. Nee, ich habe genug Steigerungen. Ich würde sogar sagen, ich möchte jetzt den Start keine Komplikation haben. Das heißt, ich habe noch eine Steigerung übrig. Nein, du hast vier Steigerungen. Genau. Eine, um nicht quasi rumzugehen, zwei, um nicht gesehen zu werden, richtig? Mhm. Und eine, um dich rumzufragen. Ach so, ja. Ne? Das hast du schon als... Das wäre dann, ne? Das wären die zwei Komplikationen, wenn man sich in der Straße versteckt, dass man nicht gesehen wird. Mhm. Eine andere, du hast gesagt, du möchtest auch nicht auffallen, dass du jemand bist, der nachfragt. Ne? Dann wäre die vierte weg. Genau. Du bewegst dich durch die Gassen, durch die Straßen. Und du hörst nach einer gewissen Zeit, hörst du dann, wie gesagt, so ein paar Jungs sagen, ah, wir kennen da jemanden. Ne? Ja, aber wen? Ja, das ist eigentlich ein Bäcker. Aber ich habe gehört, der verkauft manchmal auch Schmuck. Tja gut, was man so alles in die Mail finden kann, oder? Mhm. Ja, ich gebe denen, weiß nicht was, ja, kleine Münze. Teams oder sowas. Ja, ein, zwei Münzen und dann, ja, dann zeigt mir doch mal die Bäcker. Ja, die führen dich zu so einem Bäcker, der wirklich in so einer relativ schäbigen Straße lehnt, an so einem alten Chateau. Shadow! Und du kommst dort rein, ne? Und es ist ja schon spät abends und er fängt an, das, wie gesagt, in der Bäckerei fängt man an, das Brot für den nächsten Tag vorzubereiten. Mhm. Ne? Nein, ihr Straßenbengel, und dann redet er alle mit dem, dann kommt so ein großer, dicker, richtig großer, dicker Typ an. Ja, ein Ring. Ich sehe. Ich verkaufe Brot, keine Ringe. Aber manchmal ist es so, dass im Mehl was liegen bleibt. Ja, das habe ich schon gehört, Meister. Wie ist Ihr Name? Trevor. Mr. Trevor. Monsieur Trevor. Ich suche für meine Verlobte einen Ring. Und ich sag mal so, ich bin ein wenig wählerisch. Und die Jungs haben gesagt, sie haben vielleicht einen Ring, der mich interessieren könnte. Mir ist auch scheißegal, wo der Ring herkommt. Ja, ah, ich hätte was. Das sollte aber bestimmt ein paar Pistolen kosten. Schauen Sie sich das Ding mal an. Der zeigt dir so einen Ring, wo so eine Lilienform aus dem blauen Stein ist. Wenn das nicht sogar schon einen ganzen Soul wert ist. Mhm. Und das sieht so aus wie der Ring, den der mir beschrieben hat? Ja, er sieht so aus. Kann ich auch erkennen, ob der die Initialen drin hat? Sie können sich den ja gerne mal anschauen. Dementsprechend ist natürlich auf einmal vor der Türe sitzen sich so zwei Leute hin, dass du nicht so schnell aus der Türe rausreden kannst. Mhm. Ja. Ja. Ich guck den an, hat er die Initialen? Ja, das ist so ein bisschen weggerubbelt, aber man kann eindeutig noch so ein bisschen sowas wie ein P oder ein B erkennen und was vielleicht wie ein I oder L. Das ist so du meinst weggerubbelt durchs Tragen? Ja, ja, nicht durch Tragen, so weggeschliffen. Ja. Weggeschliffen sogar? Ja. Ja, also wir sind jetzt in dieser Backstube. Sind wir, also ich meine, also ich stelle mir das jetzt so vor, es gibt hier nicht sowas wie Verkaufsraum, gibt es nicht. Es gibt nur einen vorderen Bereich, vielleicht mit einem Tisch oder so, aber ansonsten ist es halt ein Backraum, ein Raum, ne? So. Ja. Du wirst auch ein bisschen so in den Hinterraum reingeführt. Es gibt einen Hinterraum. Ja. Ein Stück Pastete, Monsieur, da bringt er, und kriegst du so ein Stück so gefüllte Pastete mit Gemüse. Also, Trevor. Ne, wie heißt du Trevor? Trevor. Dieser Ring? Ja, ein paar Pistolen. Mir egal. Aber mich würde interessieren, wo der Ring herkommt. Dafür würde ich euch das Geld geben. Ich werde. Ja, versteht ihr? Es gab ein paar Leute, die ihn auf der Straße gefunden haben. Und
Das ist alles, Monsieur. Ja, aber wer sind die Leute? Das interessiert mich. Der Ring interessiert mich nicht. Das sind ein paar Leute auf der Straße gefunden. Alles andere sollte vielleicht hier nicht zur Debatte stehen. Mr. Trevor, Monsieur Trevor, Ihnen ist doch sicher klar, dass diese Leute spezielle Leute sein müssen, sonst würden Sie gar nicht wissen, dass ein Bäckermeister solche Waren anbietet. Sie waren hungrig, ich hatte ein paar gute Pasteten gebacken. Das glaube ich. Aber Sie kennen sie, Sie kaufen nicht von jedem. Sie sind ein schlauer Mann, Monsieur Trevor. Sie sind ein schlauer Mann. Sie würde nie von irgendwelchen dahergelaufenen Leute kaufen. Siehst du, du machst das System, dann schmeiß mal deinen Ansatz. Wie möchtest du an die Sache rangehen? Ich möchte das mit Stil und mit Einschüchtern machen. Ah ja. Einschüchtern auf Stil. So, ich benutze das zum ersten Mal. Einen dazu. Zum ersten Mal in dieser kleinen Szene, ne? Genau. Und mein Ansatz ist, wie gesagt, dahinter, also eine Sonderwürfel. So, gucken wir mal. Ich habe 3 Erfolge. Leider nur 39. Mhm. Also 3 Erfolge. Einen hellen Punkt für dich und einen vierten Gefahrenpunkt für mich. Boah. Kaufst aber viel, hä? Kommt ja noch ein ganzer Haufen auf dich zu. Ja. Ich sag mal so, ich bin im Auftrag von Herrschaften unterwegs. Mhm. Aber ich bin ein Mann von der Straße. Ich möchte Ihnen nicht Ihr Geschäft zerstören. Ich werde nichts über den Ring oder... Sie können den Ring behalten und verkaufen. Du hast Eichhörnchen gewählt, mach's doch. Ja, mach ich ja. Mhm. Ich bin dran. Also das ist die Alternative, die ich Ihnen bieten kann. Ansonsten werde ich dafür sorgen, dass Sie wegen der Hehlerei auf die Schafott landen. Denn Sie sind offensichtlich ein zwielichtiger Geselle. Also was möchten Sie sich entscheiden? Möchten Sie mir die Namen nennen, von denen Sie diesen Ring gekauft haben, oder möchten Sie die auf die harte Tour? Und ich schlage so meinen Mantel um und lege meinen Handschuh, ich habe einen Lederhandschuh, so auf den Degen. Monsieur, bestimmt nicht die harte Tour. Ich will es auch nicht. Ich würde Ihnen Ihr Geschäft lassen. Ansonsten ist das bald alles in neuer Verwaltung. Monsieur, sagt er so. Ich erwarte gerade eine Lieferung. Du siehst hinten einen von seinen Leuten rausgehen. Und in dem Augenblick kommen durch die Vordertüre so ein paar Leute rein, die vorher auch da gesessen haben, seltsamerweise. Du siehst so verschiedene Leute, die so Messer ziehen. Und das sind so an die 3-4 Leute. Der eine hat so ein Fleisch dabei. Ah, sagt er so, die Fleischlieferung, Monsieur. Füllung für die Pasteten und schaut dich so an. Ich werde dich zu einer Pastete verarbeiten, du elender Cretin. Und ich nutze meinen Vorteil Joie de Vivre für diesen Kampf. Ich muss mal nochmal schauen auf meinen Zettel, den ich euch jetzt auch einblende, ob das jetzt, wie lange das gilt. Unmittelbar vor einer Konfrontation mit einem Schurken. Mit einem Schurken, okay. Das ist ja, du kannst aber als kleinen Schurken neben den Bäcker, das geht schon. Okay, dann nehme ich das als kleine Gurken, als kleine Schurke. Kannst du einen Heldenpunkt ausgeben, um einen geistreichen Spruch à la bla 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 zu bringen? Jeder Held, der den Spruch hört, zählt bei seinem nächsten Wurf alle Würfel, die einen Wert kleiner oder gleich der Stufe seiner eingesetzten Fertigkeit aufweisen, als 10. Das bedeutet, der erste Angriff, ja, Also, ich habe ja meine Hand auf die Degen. Mhm. Mit der anderen Hand greife ich in einen Mehlsack und schmeiß denen eine Mehl ins Gesicht. Ja, das wäre ein Raufenangriff. Na, es geht doch nur um das zu erklären, warum ja, es ist doch nur Fluff, warum ich jetzt. Aber das ist auch Raufen, auch Fluff ist Raufen, das ist schon eine coole Sache. Ja, ich will ja mit dem Schwert kämpfen. Ja, aber du nimmst ja zuerst das Mehl.
Das war nur für Joy de Vivre. Dann lasse ich das Mehl weg. Dann mache ich halt kein Mehl. Ist okay. Nee, dann greife ich die an und tacker denen die Hände mit den Messern und dem Hackebeil, versuche ich denen an den Körper zu tackern. Ja? Dann nimmst du die Gewandtheit und Waffen. Ja. So. Wo haben wir es denn hier? Gewandtheit. Waffen. So. Zack, das brauchen wir nicht. So, Bonuswirbel, ich benutze das zum ersten Mal. Ja. Und sonst noch irgendwas, wegen der coolen Aktion oder so? Ja, ja, kriegst du einen Bonuswirbel. Das musst du immer dazu sagen, sonst gebe ich es nicht ein. Das kriegst du einen Bonuswirbel dafür. Okay, cool. So. Oh, der hat geknallt. Wichtig ist, ich habe jetzt... Ja, ich hau die sofort raus und mach's... Ja, also erstmal die anderen würfeln. Ja, das wird nicht reichen. Nee. Die haben nur 2 Erfolge. Genau. Ich kaufe übrigens nochmal noch einen Würfel ab, du kriegst einen hellen Punkt. Ich nehme alle meine Erfolge, um denen die Hände, ich nutze ganz schnell meine Waffe und tack, 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 um die quasi zu entwaffnen. Ja. Und da nutze ich alle meine 6 Steigerungen, das sind 6 Punkte Schaden. Ja. Ja, in dem Fall merkst du, dass du einfach 3-mal um die schlägst, nach hinten, nach vorne. Tack, tack, tack. Finte. Oh, und du siehst den Bäcker, Monsieur, Monsieur, werden die Leute reihenweise dort mit bluten Händen wieder den Laden verlassen. Aber in diesem Fall, ihr solltet euch vielleicht noch näher an das alte Chateau bewegen. In deren Untergrund findet ihr vielleicht den ein oder anderen Monsieur, der das Interesse hat, auch weitere Kostbarkeiten, die nicht so profaner Natur sind, Pastete, Monsieur, zu verkaufen. Das sind die Gebrüder Blanchet. Hugo? Was zum Teufel passiert ihr? Was zum Teufel passiert ihr? Was ist jetzt? Das heißt, du hast überhaupt keine Ahnung, wer die verkauft hat oder was? Wenn ihr etwas mehr Wichtigeres kaufen wollt, größere Sachen, das sind Hugo und Louis de Blanchet. Ja, ich stecke meinen Degen ein. Das ist gut zu wissen an dieser Stelle. Aber ich möchte jetzt erstmal wissen, wer diesen Ring hier abgegeben hat. Ja, Monsieur, das war ein einfacher Straßenbahn. Ach so, jetzt. Ich verstehe. Das bedeutet, ihr habt einen Keller oder wie ist das? Unter die Schüttung. Also, ich sage mir so, wenn ihr weiter nach unten geht, in der Nähe des alten Chateaus, dann werdet ihr dort vorne in der Kanalisation, da gibt es den Laden Blanchet in der Nähe und von dort aus in die Kanalisation, da werdet ihr die Gebrüder mit ihren guten Schätzen finden. Aber ein bisschen habt es nicht von mir. Sehr gut. Ich drehe mich um. Rufe so aus der Tür raus. Seidenblume! Drehe mich wieder zurück und sage zu dem Trevor, das war nur für meine 4 Kameraden, dass ich keine Hilfe benötige. Und dann dann gehe ich dorthin, wo er mir gesagt hat. Ja, du gehst die Straßen lang. Wie möchtest du das machen? Ich möchte das auf jeden Fall mit Entschlossenheit und Verbergen machen. Oder mit Gewandtheit und... Nein, mit Stil und Verbergen. Ja, Stil. Ja, Stil ist da. Ja, Stil ist da eher so das Thema der Wahl. Das heißt, für mich ist wieder das Thema nicht auffallen. Mein Degen, der schon ein wenig besser ist, das ist so ein bisschen das teuerste Stück, was ich trage. Immer so unter Mantel und so weiter. Und auch wieder nicht auffallen, wieder in der Menge untergehen, bisschen schlendern, nicht zielstrebig, nicht umgucken, sondern einfach nur, wie man es halt so macht abends, wenn man kein festes Ziel hat. Ja? So, Verbergen und Stil. Penalty. Zum ersten Mal benutze ich das. Halt, eingefahren Punkt. Diesmal ist der Zielwert nicht 10, sondern 15. Was? Also setzt jetzt einen Punkt ein, um das zu erschweren. Um das zu erschweren. Ja, okay. Ein Bonuswürfel?
Ja, gut. Okay. Also 10, jetzt. 14 und also ich nehme die 10, die 4 und die 1 ist ein Erfolg. 8, 16 sind zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Genau, weil es jetzt auf 15 hoch, genau. Du möchtest dich also jetzt mit zwei Erfolgen durchdringen. Die Komplikation ist tatsächlich auch 2, aber ich baue noch was ein, und zwar ein Benny, also so ein Bonus. Den kannst du dir greifen. Dadurch würde aber deine Komplikation. Du hast also Möglichkeiten, die Komplikation nicht gesehen durchzugehen, ist 2. Moment, du hast mich ja jetzt schon auf 15 erhöht. Jetzt ja, aber du hast zwei Erfolge und noch eine Komplikation. Die Komplikation kannst du mit Steigerung wegmachen. Plus einen kleinen Bonus. Ja gut, aber ich habe ja nur 2. Muss ich entscheiden, was du tust. Aber mir ist das nicht klar, was jetzt die Auswahlmöglichkeit ist. Also, du bekommst zwei Möglichkeiten. Du hast Komplikationen. Einmal die 2 Punkte ausgeben für das, was ich vorhabe, unauffällig hingehen. Oder 2 Punkte, um die Komplikation wegzumachen. Oder eine Komplikation wegmachen, das ist unauffällig gehen. Ja? Oder einen Punkt ausgeben, um da was zu finden. Dann hast du aber die Komplikationen dabei. Ja, nee, da möchte ich den Bonus haben. Ich möchte, genau. Mein Glück nutzen. Das heißt, ich wähle die Komplikation und einen Bonus. Ja. Du machst quasi eine der Komplikationen weg. Das ist halt, dass du ungesehen dadurch kommst. Du kommst dafür an eine Ecke, wo du eine Kutsche siehst. Ja? Oh, wichtig. Ungesehen ist mir nicht wichtig, sondern unauffällig. Also die können mich schon sehen, aber sie sollen nicht aufmerksam werden. Ja? Ich bin nicht so ein Schleichertyp, ich bin eher so der so... Okay. An der Kutsche siehst du den Diskür stehen, ja, mit ein paar Männern. Ne? Und du hörst eine Konversation, du siehst in der immer so jemanden sich aus der Kutsche leicht rauswinden, mit einem sehr schmalen Gesicht, mit einem Bart und so einem komischen Hut. Und dann, Lescure, ihr langweilt mich. Ich möchte nun endlich dieses Collier bekommen. Monsieur, ich habe ein paar Männer auf jemanden angesetzt, der sehr gut in den Schatten ist. Und wir sind auf einer guten Fährte. Nähe des Chateaus soll es jemanden geben, der eventuell diese Sache verkauft. Und siehst du so einen dicken Sack rübergehen? Lescure, besorgt mir endlich dieses Collier. Ich benötige es dringend, um Mademoiselle Simon zu ehelichen. Das würde in meinen Plänen sehr, sehr gut stehen. Nun auf! Macht euch auf den Weg, Lescure. Ui, geht er runter, zieht seinen Hut. Und dann scheint er sich in dieselbe Säcke zu begeben, wo du auch hin möchtest. Ich sehe jetzt gerade nichts in der Art. Also was ich machen möchte ist, wenn ich die Zeit, wo die noch sprechen, nutzen, um mich in eine günstige Position zu bringen, dass sobald die Kutsche abfährt, dass ich dem einen Dolch an den Hals halte, von hinten. Da sind mehrere Männer drumherum. Ach so, der steht nicht alleine da. 5 Leute mindestens. Ja gut, ist ja egal, kann ich ja trotzdem versuchen. Ich bin ja ein Held. Ja. Ich bin ja ein Held. Das ist ja die Idee. Ich bin ja unauffällig unterwegs. Das habe ich ja jetzt mit der Komplikation gemacht. Die Komplikation sind die 5 Männer. Ich würde mit, in dem Fall würde ich, es ist zwar nicht mein bester Wert, aber mit Entschlossenheit, weil ich da überhaupt nicht lang zögere und nicht taktisch drüber nachdenke, Folge 0, mit Entschlossenheit und Athletik oder Raufen, wahrscheinlich raufen. Verbergen. Das gut. Das heißt, Entschlossenheit und. Wo haben wir verbergen? Da. Entschlossenheit. So. Zack. Submit. Gegen 15. Schon wieder? Ja, ich mache einen Gefahrenpunkt rein. Ja, aber da kriege ich auf jeden Fall noch einen Bonuswürfel, weil es eine geile Aktion ist. Ja. Und weil ich das zum ersten Mal benutze, also plus 2 Bonuswürfel. Okay, 15. Jetzt die Frage, wie viel, also ich brauche jetzt eine Steigerung, um ranzukommen? Ja. Eine, um unbemerkt zu sein vielleicht? Eine, um unbemerkt ranzukommen. Die zweite ist natürlich, den Dolch irgendwo rüber zu setzen an die Kehle. Ich finde, du brauchst es schon, um das zu machen, 3 Steigerungen. Und eine 4.
weil du hörst ein Pfeifen von hinten. Das werde ich nicht schaffen, das ist ja unmöglich. Ja, weil du ja bemerkt worden bist. Ach, das ist... Die fünf Leute sind gar keine Komplikation, die sind einfach da. Die sind da. Das mal gucken, wie weit ich komme. Ich versuche es trotzdem, ist mir egal. Ja. Weil es ist ja, ich bin ja ein Held. So, oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja. So, zwei Erfolge, drei Erfolge, ja.